Hallo, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man so eine Blende als Logo erstellen kann mit Photoshop CC. Und heute möchte ich euch einmal zeigen, was man da zum Beispiel noch machen kann. Man kann da nämlich auch so etwas draus machen. Und wie man zu so einem Bild kommt, das möchte ich euch in diesem kleinen Video jetzt zeigen. Als erstes brauchen wir wieder eine Hilfsebene, ein Hilfsbild für unser Kreissegment. Das sollte, wie gesagt, quadratisch angelegt werden. Ich mache das mal 1000 mal 1000 Pixel. Als Hintergrundfarbe nehme ich weiß. Und das geht ratzfatz. Ich brauche jetzt Hilfslinien, die lege ich mir gleich an. Und zwar bei. 50% vertikal und bei 50% horizontal. Anschließend mache ich eine neue Ebene. Und auf dieser neuen Ebene gehe ich mit dem Kreisauswahlwerkzeug bei gedrückter Umschalttaste her und ziehe mir eine Auswahl auf. Diese Auswahl platziere ich mir jetzt mittig auf dem äh, ursprünglichen Bild, also auf dem Hintergrund und fülle die Auswahl mit irgendeiner Farbe. Ähm, ich fülle mir die jetzt mal in Grün. Das spielt aber im Prinzip keine große Rolle. Jetzt hebe ich die Auswahl auf, gehe wieder zu den Auswahlwerkzeugen und nehme das Auswahlrechteck und wähle mir die untere Hälfte des kreises aus. Dank der Hilfslinien geht das ja ganz gut. Ihr solltet übrigens äh, bei Ansicht ausrichten an schauen, dass an Hilfslinien ausgerichtet wird. Das brauchen wir im späteren Verlauf auf jeden Fall noch. So, wenn wir das gemacht haben, diese Auswahl erstellt haben, drücke ich Steuerung C, damit kopiere ich mir die Auswahl in die Zwischenablage. Ihr könnt das auch machen über Bearbeiten und Kopieren. Und das war es mit dem Hilfsbild. Das können wir jetzt an der Stelle schließen. Wir brauchen das nicht mehr. Jetzt lege ich mir ein neues Bild an. Und äh, dieses Logobild, das mache ich jetzt mal 800 mal 800 Pixel groß. Als Hintergrundfarbe will ich mir schwarz aus, wobei das auch keine Rolle spielt, denn ich mache das nachher sowieso noch anders, weil da ja ein Verlauf drüber kommt. So schaut das jetzt aus. Auch hier lege ich mir jetzt als erstes einmal Hilfslinien an äh, und zwar auch wieder bei 50% jeweils vertikal und horizontal. Und jetzt lege ich mir eine neue Ebene an. Diese neue Ebene, die benenne ich mal Kreis. Und zwar wird das der Kreis, der in der Mitte freigestempelt wird. Äh, dazu gehe ich jetzt wieder auf das Auswahlwerkzeug mit der Auswahl Ellipse. Und wenn ich die Umschalttaste festhalte, während ich die Auswahl ziehe, wird das ein Kreis. Den mache ich mal so groß, das sollte reichen. Und. Positioniere mir auch diesen Kreis jetzt auf der Mitte und fülle den mit weißer Farbe. So schaut das aus. Dann kann ich die Auswahl auch wieder aufheben. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich füge zwischen diesen beiden Ebenen eine neue Ebene ein und nenne diese Ebene mal Segment. Das wird jetzt unser erstes Blendensegment. Auf dieser Ebene füge ich jetzt mit Steuerung V den Halbkreis ein, den ich eben hatte. Und bevor es damit weitergeht, muss ich noch eine Hilfslinie einziehen. Das kann ich jetzt machen, indem ich mir aus den Linealen an der Seite eine Hilfslinie herausziehe. Wenn ihr diese Lineale nicht seht, die könnt ihr unter Ansicht Lineale ein- und ausschalten. Da ziehe ich mir jetzt eine Hilfslinie raus und setze die an den rechten Rand des Kreises. Dazu gehe ich noch mal auf die Kreisebene, dann ist das etwas einfacher. Dann rastet die Hilfslinie nämlich am Außenrand des Kreises an. So, jetzt wieder auf die Segmentebene und das Segment wird jetzt ausgerichtet, und zwar an der äußerst rechten und an der horizontalen Hilfslinie. So sollte das jetzt bei euch aussehen. <laughs> Entschuldigung. Und äh, von dieser Ebene mache ich mir jetzt eine Kopie. Und diese Kopie muss ich jetzt um 60 Grad drehen. Dazu gehe ich über Steuerung T in das Transformieren-Menü und kann jetzt die Ebene drehen. Die soll sich jetzt aber nicht um den Mittelpunkt drehen, sondern um den Mittelpunkt des Kreises. Deswegen muss ich den Drehpunkt der Ebene auf den Mittelpunkt des Kreises setzen. Und damit ich das richtig gut ausrichten kann, zoome ich da jetzt mal rein. Das kann ich allerdings jetzt nur mit Tastaturbefehlen machen, weil wenn ich jetzt über die Lupe gehen würde, dann... Äh, würde meine Auswahl ja verschwinden und das also die Transformierungsauswahl würde verschwinden und das soll sie ja nicht. Deswegen drücke ich jetzt Steuerung und Plus und zoome damit hinein und kann den Drehpunkt jetzt genau auf die Mitte verschieben. Und um wieder raus zu zoomen, kann ich jetzt Steuerung und Null drücken und sehe dann wieder das ganze. Wenn ich jetzt den Winkel im Menü eingebe auf 60 Grad, dann dreht sich das eben um diesen Punkt als Drehpunkt. Und genau das soll es auch. Das bestätige ich jetzt. Ähm, weiter geht es jetzt auf der Ebenenansicht, beziehungsweise im Ebenenmenü. Wenn ich da mit Steuerung in das Ebenenbild klicke, dann wähle ich diese Ebene aus, habe eine Ebenenauswahl erstellt. Und diese Ebenenauswahl ziehe ich jetzt von der unteren Ebene ab. Dazu markiere ich die untere Ebene, drücke die Entfernen-Taste. Und wenn ich jetzt die Segmentkopie lösche, dann seht ihr, habe ich dieses Teil ausgeschnitten und ich habe meine Blendenlamelle fertiggestellt. Die Auswahl kann ich jetzt aufheben. Und ich brauche ja von dieser Lamelle jede Menge Lamellen, die sich auf dem Bild verteilen. Deswegen gehe ich jetzt her und mache von dieser Ebene eine Kopie. Äh, die muss ich jetzt auch noch mal drehen. Dazu drücke ich wieder Strg T für das Menü und jetzt ihr ahnt es schon muss ich den Drehpunkt wieder auf den Mittelpunkt des Kreises setzen. Und dieses Mal drehe ich aber nicht um 60 Grad, sondern um 180 Grad. Bestätige das, zoome raus. Dann habe ich die Lamellen gegenüberliegend und habe es jetzt ein bisschen einfacher, weil jetzt brauche ich nur noch beide Ebenen, beide Segmentebenen markieren und kopiere mir die. Lass die auch äh, beide markiert. Drücke STRG-T. Dann stimmen die Drehpunkte noch überein, da wo sie sein sollen. Und drehe die jetzt um 60 Grad. Und mache das Ganze noch einmal. Und drehe ebenfalls um 60 Grad. Und ich habe meine Blende fertig. Jetzt äh, soll das ja ausgeschnitten werden. Ich möchte ja die einzelnen Lamellen mit Bildern füllen. Und dazu muss ich jetzt erstmal das Kreissegment freistellen, denn wenn ich das jetzt ausblende, dann seht ihr, ich habe die Lamellen ja hier noch drunter farblich und das will ich ja nicht haben. Das muss ja frei sein. Deswegen gehe ich her und drücke bei äh, klicke bei gedrückter Steuerungstaste auf das Bild von der Kreisebene. Dann habe ich die Ebene, den Kreis ausgewählt. Und wenn ich jetzt in die einzelnen Segmente gehe und die Entfernen-Taste drücke, dann lösche ich mir das jeweilige Segment heraus. Und ihr seht, der Kreis ist freigestellt. Wenn ich jetzt den Hintergrund ausblende, dann sieht das so aus. Jetzt kann ich auch diesen Kreis im Prinzip löschen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Und die Auswahl auch wieder aufheben. Und weiter geht es jetzt mit den einzelnen Segmenten, beziehungsweise ich möchte es ja rund haben, deswegen lege ich mir jetzt einfach äh, noch eine Kreisauswahl an, auch wieder mit gedrückter Steuerung-Taste. Den Kreis ziehe ich, ja auch in etwa, ich mache ihn ein bisschen kleiner, weil dann habe ich noch ein bisschen drumherum und Ziehe mir diesen Kreis jetzt wieder auf die Mitte ungefähr. So, jetzt ist der Kreis mittig positioniert, die Auswahl. Und ich gehe jetzt her, äh, kehre die Auswahl um. Dann ist der äußere Bereich ausgewählt. Und den schneide ich mir jetzt von jeder Lamelle ab, indem ich auf die Segmente gehe, einzeln und die Entfernen-Taste drücke. Das mache ich einmal durch. Und ihr seht, ich habe jetzt schön eine Blende freigestellt vor Hintergrund, Kreisrund, so wie das sein soll. Die Auswahl auch wieder aufheben. Und jetzt geht es daran, die einzelnen Segmente auszuwählen. Dazu auch wieder mit Steuerung in das, Ebenen, in, in das äh, Bild hineinklicken. Ihr seht aber jetzt schon, ich hatte vorhin was vergessen, als ich das angelegt habe, äh, denn jetzt ist ja hier viel mehr ausgewählt. Das kann uns nachher Probleme bereiten, ähm, deswegen hebe ich die Auswahl nochmal auf und gehe über das Freistellwerkzeug her und stelle mir das. Jetzt frei, wobei der Haken gesetzt sein muss, bei außerhalb liegende Pixel löschen, dann ist das hier, was außenrum alles noch da ist, gelöscht und das stört jetzt auch nicht mehr. Wenn ich jetzt die Auswahl mache auf der Ebene, dann habe ich tatsächlich auch nur das Stück ausgewählt. Damit geht es jetzt weiter und zwar möchte ich die einzelnen Lamellen ja so erscheinen lassen, als wenn sie über dem Bild schweben. Deswegen äh, gehe ich jetzt her und verkleinere die Auswahl. Über Auswahl verändern, verkleinern. Ich mache das jetzt mal 10 Pixel, weil ich denke, das reicht. Ihr könnt da ausprobieren, was ihr haben müsst. Das hängt ja auch so ein bisschen von dem Bild ab, was ihr, äh, von der Bildgröße ab, äh, die ihr da anlegt. Aber für dieses Beispiel reichen 10 Pixel aus. So, jetzt wird die Auswahl umgekehrt und ich drücke wieder die Entfernen Taste und dann habe ich diesen Zwischenraum schön sauber äh, ausgeschnitten. Das mache ich jetzt für die ganzen Segmente durch, also mit gedrückter Steuerungstaste auf das Bild. Wichtig ist das natürlich dann die Ebene, auf der ihr arbeitet, auch ausgewählt ist. Und äh, im nächsten Schritt die Auswahl. Über Auswahl verändern, verkleinern, um 10 Pixel verkleinern, die Auswahl umkehren und die Entfernen-Taste drücken. So sieht das jetzt aus. Im Prinzip ist das jetzt schon soweit fertig. Wir können die einzelnen Segmente jetzt füllen mit Bildern. Ich mache das allerdings so, dass ich die, die einzelnen Segmente jetzt noch einmal als Smart-Objekte anlege. Das hat den Vorteil, dass ich das hinterher jederzeit auf einfache Art und Weise austauschen kann, die Bilder, die ich da reinsetzen möchte. Deswegen gehe ich her und sage mit einem Rechtsklick auf die Ebene in Smart Objekt konvertieren. Das mache ich jetzt bei jeder Ebene des Segmentes. Das muss man leider einzeln machen, denn wenn ich alle Objekte anklicken würde, das heißt, wenn ich das so machen würde und jetzt sagen in Smart Objekt, dann macht er mir daraus ein Smart Objekt und das will ich ja nicht. Ich möchte ja das einzeln bearbeitbar haben. Anschließend gehe ich noch her und füge einen Schlagschatten hinzu. Den mache ich ja, so ungefähr zwischen 75 und 80 Prozent einer Deckkraft. Und den Abstand mache ich ein bisschen größer. Den die gesamte Größe auch. Ich schätze mal, so sieht das ganz gut aus. Muss ich das überfüllen, vielleicht um vier Pixel, damit der Effekt besser ist. So. Und diesen Effekt-Schlagschatten, den ziehe ich mir jetzt bei gedrückter Alt-Taste mit einem Klick auf das FX-Symbol in der Ebene in alle meine Segmentebenen. Und schon sieht das so aus, als ob die. Elemente über dem Hintergrund schweben und das ist doch schon mal richtig toll. Was wir jetzt noch machen, ist einen Hintergrund einfügen. Dazu gehe ich auf die Hintergrundebene und füge eine neue Ebene ein, oberhalb der Hintergrundebene. Gehe auf das Verlaufswerkzeug, wähle mir einen kreisförmigen Verlauf aus. Und muss da halt mal gucken, welche Farben oder welches Farbenspiel mir gefällt. Ich kann das ja auch ändern, wenn ich einen Doppelklick äh, in das Symbol mache, kann ich hier ja auch eigene Farben anlegen. Kann also, was weiß ich, zum Beispiel hier dieses Gelb nehmen und sagen, das gefällt mir nicht. Ich möchte da jetzt stattdessen ein Türkis haben. Das ist eigentlich jetzt Geschmackssache, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Den kreisförmigen Verlauf als Hintergrund, den ziehe ich jetzt von der Mitte bei gedrückter Shift-Taste nach außen. Da könnt ihr jetzt probieren, wenn man nicht so weit zieht oder öfter drüber zieht, da kriegt ihr ganz tolle, ganz tolle Effekte hin. Das müsst ihr selber mal testen, was euch dann gefällt als Hintergrundfarbe. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch die Hilfslinien im Grunde genommen löschen, denn die brauchen wir auch nicht mehr. So, wenn man jetzt die einzelnen Segmente füllen möchte, dann ist das dadurch, dass das Smart-Objekte sind, ganz einfach. Ich mache einen Doppelklick auf ein Segment, dann öffnet sich ein eigenes Fenster, ein eigenes Bearbeitenfenster und ich kann jetzt zum Beispiel ein Bild, was ich vorher erstellt habe, nehmen. Ich habe hier zum Beispiel mal so Schwäne, da wähle ich jetzt einfach alles aus, gehe hier oben auf das Verschiebenwerkzeug und schieb mir das in mein Bild hinein. Das ist natürlich jetzt in dem Fall viel zu groß. Ich muss mir das jetzt kleiner zoomen. Ihr seht das schon, wenn ich jetzt rauszoome, dass es wahnsinnig groß ist. Aber man kann das relativ einfach anpassen, so wie man es braucht. Ähm, jetzt ist dieses Bild natürlich über dem Segment und das nützt nichts. Und wenn ich das unter das Segment ziehe, die Ebene, dann seht ihr, okay, bringt uns auch nichts. Wie kriege ich dieses Bild jetzt in das Segment? Das ist ganz einfach, wenn ich die Alt-Taste drücke und zwischen die Ebenen fahre, dann seht ihr hier so ein kleines Bild, das ändert sich jetzt, das wird eine Schnittmaske und damit sitzt jetzt das Bild in dem Segment. Ich kann das dann auch noch positionieren, so wie ich das haben möchte. Und wenn ich jetzt bestätige und das speichere, dann habe ich es hier auch drin. Also ihr seht, das geht ganz einfach das zu befüllen und der Vorteil dadurch, dass das Smart-Objekte sind, ist ganz klar. Ich kann also hinterher noch sagen, okay, das gefällt mir doch nicht, ich möchte ein anderes Bild haben und auf ganz, ganz einfache Art und Weise kann ich einzelne Bilder austauschen. Ja, das war es dann auch schon an dieser Stelle. Ich hoffe, das kleine Video hat euch Spaß gemacht. Ihr wisst jetzt, wie man eine Irisblende erstellen kann auf ganz einfache Art und Weise. Wie man die mit eigenen Bildern füllen kann. Und ja, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielleicht lasst ihr auch einen Kommentar da. Ich würde mich auch über einen Besuch in meinem Blog freuen auf www.arifo.de oder aber besucht mich doch einfach mal auf Facebook, da findet ihr mich auch. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.